Fahrradfahrer sind scheiße. Not so bad now. Now there's... Hey, you fucking prick! Und ja, alle anderen auch. Disclaimer, Fahrradfahren ist eine unglaublich coole Sache, es sei denn, du bist Polizist auf einem Fahrrad. Dann nimm wenigstens das Pferd. Aber wer freiwillig in Berlin Fahrrad fährt, der hat nach dem Einkaufen kein Fahrrad mehr. Is that your bike? What? Is that your bike? Das ist aber gar nicht Berlin. Natürlich ist das nicht Berlin. Welcher Deutsche traut sich bei einer Straftat auch nur hinzugucken, geschweige denn Kamera draufhalten? Das ist hier im Land gleichzusetzen mit dem Töten der Hydra. Aber selbst wenn man sein Rad behält, wird man halt überfahren, sobald man aufsteigt. Oder man findet keinen Platz in der Straßenbahn. Oder in der U-Bahn. Oder in der Deutschen Bahn. Oder generell in der Bahn. Aber man muss natürlich vorab schon extra dafür bezahlen. Seriöses System. Radfahren ist also absolut scheiße, wenn man es mit dem Auto vergleicht. Und ach, die so bemühte Regierung kümmert sich nicht drum, Eigenmobilität ohne Benzin und Diesel wirklich an den Mann zu bringen. Warum? Und jetzt alle zusammen. Weil Fettanzugträger in Sandstadtpalästen keinen Bezug zur Realität haben. Sehr schön, sehr schön. Ich bin stolz auf euch. Und ohne jetzt zu fuck the systemisch zu werden, Fahrradfahren ist toll. Wie gesagt, fahrt so viel Rad wie möglich. Ihr wundert euch, wie schnell man doch rumkommt und wie geil eure Beine werden. Aber so schön und ehrenvoll wie Radfahren auch ist, einige Leute, die es tun, sind es nicht. Vor allem, wenn ihnen das Rad gar nicht gehört. Und das sind nicht alle, ne? Sogar recht wenige, wahrscheinlich. Entsprechend, denkt wie bei den Religionsvideos wieder dran, wir machen uns über einen sehr kleinen, sehr bekloppten Prozentsatz einer sehr großen Gruppe lustig. Geht also nicht raus und beleidigt jeden Zweiradler nach diesem Video. Nicht jeder Radfahrer ist böse. Guckt nach Holland. Guckt grundsätzlich immer nach Holland, da ist es einfach schöner als hier. So Leute, die hier im Video sind, sind eh schon traurig und alleine genug in ihrem Leben. Die brauchen nicht noch Sess von so einer warmen und freundlichen Community wie meiner. Und jetzt schlüpfe ich in eine Internetrolle zum lustig sein, okay? Und damit, hey Leute, ich bin's wieder, der Polizeimann aus dem Internet. Und ich weiß nicht, wer das eben war, aber fick Fahrradfahrer ohne Scheiß. Oh mein Gott. Nicht mal Respekt vor den Bullen haben die. Wie kann man so blöd sein, ohne Scheiß? Oh. Ja, wir schauen uns heute mal ein paar wunderbare Aufnahmen der angeblichen Klimaretter auf dem Drahtesel an. Denn wenn eine Sache so sicher ist wie das Amen in der Kirche, dann dass ein Mensch, der irgendeine Form von Macht bekommt, von dieser besessen werden kann. Bei mir funktioniert das natürlich nicht. Das zählt für Kinder, die einen Stock gefunden haben. I am the danger. Leute, die Elden Ring ohne Geister geschafft haben und anscheinend auch für Erwachsene, die sich ein Metallgestell mit Speichen kaufen und jetzt minimal schneller sind als Oma im Rollator. Can you move your bike, please? I'm not going to move it. This is a protest. Alright. I'm only moving. Leave the cycling route. Listen, my friend. Und dann haben wir in Berlin noch die guten Hipster, die mit ihren Fixie-Bikes ohne fucking Bremse durch die Gegend fahren. Also wenn ein Gefährt schon Fixie heißt, dann habe ich auch nur noch ein Fick-Dich für dich übrig. Fahrradfahrer sind und bleiben das größte Übel auf der Straße. Aber ist das wirklich so? Das finden wir heute raus. Denn wir sind ja nicht nur stumpfe Consumer hier, wir judgen auch. Niemand wird hier falsch verurteilt. Und wenn ihr doch meint, dass ich hier jemandem seine nicht gerechte Strafe abzukommen lassen, dann schreibt's in die Kommentare, gebt mir eure Meinung. Wer hat recht, wer hat Unrecht? Ja, ich gebe den Clip sogar schöne kleine Namen, damit ihr es einfacher habt. So nett bin ich. Fangen wir als Beispiel mit was Simplen an. Wer macht hier was falsch? Sorry. Fuck you, mate. Sorry. Fuck you. So, was haben wir gerade gesehen? Wir haben den Radfahrer und wir haben den Schrauber. Und der Radfahrer stolpert in den Schrauber. Wer ist schuld? Also, meiner Meinung nach, der Radfahrer auf dem Bürgersteig, der zu schnell unterwegs ist, die Kurve schneidet und dann in den anderen Typen reinfällt. Abgesehen vom offensichtlichen, warum du Penner auf dem Bürgersteig bist, warum bremst man mit dem Schienbein an der Klinkerwand, anstatt Vorder-, Hinter- oder Rücktrittsbremse zu benutzen? Was? Weiß ich nicht. Aber der Fall hier ist klar, Radfahrer gleich Hurensohn. Ist also gar nicht schwer. System kapiert? Gut, dann machen wir weiter auf zum Zug. Das ist ja auch wieder nicht schwierig, ne? Fahrradfahrer fährt über eine rote Ampel hinter eine Schranke direkt an den vorbeifahrenden Zug. Bis jetzt scheint der Fall auch eindeutig. Die Menge an Fehlverhalten beim Bahnübergang ist jetzt schon nicht gerade gering. Aber wir haben ja noch einen zweiten Teil des Clips, bei dem wir etwas mehr Einsicht in die Gesamtsituation bekommen. Achso, der hat also nicht nur den einen Zug knapp verfehlt, sondern der zweite Zug hat das gleiche mit ihm gemacht. Und das ist nur eins von unzähligen solcher Videos da draußen.
Punkten. Unrelated an dem Punkt, Mensch, bin ich froh, dass Radfahrer ihren Führerschein in der zweiten Klasse machen und ab da der StVO unterliegen. Mensch, Leute, die potenziell keinen Führerschein haben, aber trotzdem die Straße benutzen und alle Verkehrsschilder verstehen müssen. Das klingt nach einem super System. Aber ich meine, was will die Polizei bei so jemandem machen? Das Fahrrad klauen? Hey, Corona meinte ich hier. Ja, mich hat's erwischt nach 2 Jahren. Geht ja da draußen aktuell vielen Leuten coronamäßig gar nicht so gut. Und für die Leute habe ich jetzt einen kleinen Sponsor, aber gleichzeitig auch einen Tipp. Hey Janine, du kannst hier durchlaufen. Ich kann das auch einfach rausschneiden. Janine ist auch krank. Naja, dann rede ich jetzt mal ein bisschen leiser. Aber mein Tipp ist, hört Hörbücher und Podcasts. Und das auch noch for free. Und zwar mit Audible. Die haben dieses Video technisch nicht gesponsert, sondern ich kriege einen kleinen Betrag, wenn ihr euch da kostenlos mit eurer Prime-Mitgliedschaft für 60 Tage oder einfach so für 30 Tage anmeldet. Das Abo könnt ihr natürlich jederzeit kündigen und wie gesagt, die ersten Tage davon sind umsonst. Außerdem gibt es dafür ein Hörbuch, was du dann für immer kostenlos behalten kannst. Und für die Leute unter euch, die schon Prime haben, die kriegen wie gesagt 60 Tage umsonst und 2 kostenlose Hörbücher forever. Und wenn dir ein Hörbuch nicht gefällt, dann kannst du es natürlich auch einfach zurückgeben. Und für die langen Corona-Tage, wie ich sie jetzt zum Beispiel durchlebt habe, die sehr langweilig waren und schmerzhaft, empfehle ich euch einfach mal die Harry Potter-Reihe. Rufus Beck, Alter. Oder für die Leute, die den Humor hier auf dem Kanal mögen, ist die Känguru-Chronik was. Nice. Aber auch wenn ihr gesund seid, Hörbücher, Podcasts, OP. Hier ist ein QR-Code. Meldet euch unbedingt bei Audible an. Wie gesagt, kostet absolut überhaupt gar nichts für den ersten Monat oder für die ersten 2, wenn man schon Prime hat. Man kriegt ein Hörbuch geschenkt und man macht den Corona-Malte wieder gesund. Vielleicht. Naja, weiter geht's zu Fall 2. Der Zebrastreifen. Wird's doch langsam interessanter. Eine Konfrontation zweier Instanzen. Der edle Spandex-Recker auf seinem sternenen Ross und Aktenkoffermann. Und wieder muss ich sagen, die Opposition obsiegt. Fahrradfahrer gleich Arschloch. No further questioning. Am Zebrastreifen anhalten ist wirklich nicht so das schwerste Prinzip. Ich verstehe da nicht, warum man so ein blöder Penner sein muss. Unglücklicherweise ist der Mann auch 1:1 das Bild, das ich bei einem Fahrradfahrer im Kopf habe. Absolut überzogene und bunte Neoprenanzüge, damit man auch besonders windschnittig im Schrittgeschwindigkeit durch die Stadt fahren kann. Eine Sonnenbrille mit UV-Schutz 900, um jedes Straßenschild gekonnt auszublenden und ein Helm, der farblich weder zum Neopren noch zum Fahrrad passt. Pluspunkte gibt es aber für die Helme in Windform. Wie gesagt, muss ja besonders schnell an der Ampel warten können. Aber das machen Fahrradfahrer ja gar nicht. Zebrastreifen werden / ignored, dann Ampeln bestimmt auch. Wow. Wow. Tatsache. Aber zurück zum Clip. Ich bin zwar grundsätzlich auf der Seite vom Marktmann, aber finde ich es jetzt richtig, wie er den Radrüpel festhalten möchte? Also ja, aber finde ich das im Namen des Gesetzes gut? Nein. Trotzdem würde ich hier immer noch sagen, dass der Radfahrer komplett im Unrecht ist. Fall damit also absolut abgeschlossen. Es sei denn, du hast was anderes zu sagen. Schreib's in die Comments. Als nächstes etwas, was man so auch wieder in Berlin sieht. Dem klassischen, ich bin Radfahrer, mir gehört die gesamte Straße und da ich zwischen Autos durchpasse, kann mir nichts passieren. Das ist übrigens der Clipname. Ihr dürft aber auch abkürzen mit das lernt man in der deutschen Aktenführung als Polizist. Wunderbar. Zweispurige Straßen sind halt auch einfach eine Neuerfindung. Mir geht es auch generell nicht in den Kopf rein, wie man so fahren kann. Guck dir das an. Der zieht nicht mal ohne Handzeichen quer durch seine eigene Straße, fährt falsch rum auf die andere Straßenseite, düst ohne Bremsen zwischen an der Ampel stehenden Autos durch und dann auch noch theoretisch über eine zweite Spur. Ohne Helm! Wer fährt denn so? Mein gültiger Rechtsspruch ist eindeutig, der Radfahrer ist schuld. Bäm, Explosion. Schön. Naja, also schön ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber interessant finde ich immer wieder diesen Adrenalin-Walk-Off, den dann jeder Radfahrer nach so einem Crash hinlegt. Und bei der Menge, die danach auch einfach wieder aufs Rad steigen und weiterfahren, muss ich mich auch fragen, wer sich da um dann die Delle im Auto oder Schrauber kümmert. Fuck you. Wie läuft das denn mit der Versicherung, Alter? Ich hatte noch nie so einen Unfall. Wenn es einer von euch weiß, schreibt's in die Kommentare. Zählt das dann als Fahrerflucht oder ist das Radlerflucht? Gibt's Vollkasko für Fahrrad, Alter? Übrigens auch wichtig im nächsten Clip. Jetzt nehme ich mal Spaß beiseite, hier wird's interessant. Jetzt bin ich wirklich auf eure Meinung gespannt. Beim hier gezeigten Ampelmann geht's nämlich dramatisch vor. Gut, wir haben jetzt hier 2 Radfahrer, die an der Ampel angekommen sind, warten, ne, hinten dran ein blauer Bus und vorne dran eine Dashcam. Ist hier jetzt schon irgendwas falsch? I would say no. Und was sagst du jetzt? Ich persönlich sehe hier ein Problem. Was machst du, wenn du mit deinen Freunden auf dem Rad unterwegs bist? Na, wer weiß, wer muss ins Gefängnis? Richtig. Du fährst hintereinander. Hab jetzt eben beim Stehen nichts gesagt, weil da sehe ich das Problem noch nicht. Solange du dich danach richtig einordnest, ist ja alles okay. Aber hat er nun mal nicht. Neopren V2 fährt nämlich los, eiert dann besoffen über die Straße und fliegt dann in einer guten V-Formation neben Neopren V3 weiter. Übrigens, was man leider nicht hört, da der Clip ohne Audio ist, da hört man generell wenig. Der blaue Bus hinten dran hat bei den Trinkschleifen beim Radler schon gehupt. Und das ist wichtig, weil...
Uff. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Da das nicht ganz so ersichtlich war, was gerade passiert ist, der Radfahrer holt irgendein Objekt, wahrscheinlich eine Flasche raus und schmeißt ihr dem Bus auf die Nase. Und den Teil, den wahrscheinlich mehr erkannt haben, der Bus setzt Tackle ein. So, was sagt ihr dazu? Ich sehe jetzt hier viel Verhalten auf allen Seiten. Sich nicht einsortieren beim Losfahren war ein kompletter Radfehler. Das Hupen meiner Meinung nach gerechtfertigt. Und auch wenn die Flasche danach entsprechend ganz und gar nicht ungerechtfertigt war, ist jemand mit dem Bulli wegboxen schon irgendwie unverhältnismäßig. Leg dich nicht mit Autofahrern an, wenn du frei auf zwei Rädern sitzt, und leg dich noch weniger mit Busfahrern an, weil du weißt nie, was für ein bekloppter Affe da hinterm Steuer sitzt. Thema Machtausnutzung wieder. Aber jemanden von der Straße zu kicken dafür ist überraschenderweise falsch. Also jetzt nicht nur rechtlich, ja, ich bin ja auch nur ein Mensch. In Blau. Oder es ist doch gerechtfertigt. Vielleicht hat er einen Schaden am Auto und wollte nur den Täter stoppen. Who knows? Er ist danach stehen geblieben. Nee, das würde ich jetzt bei einem Drive-By nicht, sonst wäre es ja ein Park-On. Macht's für die Polizei auch sehr viel einfacher. Vielen Dank. Ich finde es unter keinen Umständen okay, aber wir werden ja sehen, wie die Jury entscheidet. Das seid ihr. Also schreibt's in die Kommentare, wer ist schuld. Bis dahin kommen wir zum nächsten. Schön was Einfaches zum Abkühlen. Simple Situation. Radfahrer hinter Radfahrer. Man setzt zum Überholen an und eine Million-Euro-Frage. Was tut man dann? Man macht den Radfahrer durchs Klingeln auf das Manöver aufmerksam. Man wartet auf wenig Verkehr und fährt eine weitere Schleife. Oder C. Man klingelt nicht, fährt nicht mit genügend Abstand vorbei, aber trotzdem genug, um gleichzeitig den Verkehr zu behindern. Komm, jeder bei den Radfahrer kennt die richtige Antwort. Aber Bonusrunde. Was machst du dann? Den Verkehr, der im Recht ist, beleidigen. Korrekt. Fuck off. Ja, und dann frisst du Scheiße, weil du ein schlechter Mensch bist. Überleg mal, bei wie wenig Gott eingreift. Hungersnot, Wumpe, Alter. Kriege, egal, Erderwärmung, juckt. Aber solche Radfahrer sind einfach so eklig, dass Gott persönlich das Lenkrad einfriert und den Typen auf die Fresse legt. Karma is a bitch. Aber gerecht ist die Gute. Manchmal. Ebenso wie ich, darum bin ich voll auf ihrer Seite. Und als letztes noch was ganz Simples. Wer ist hier im Recht? Was sehen wir? Nun ja, eine rote Ampel und ein sich bewegendes Fahrrad. Wenn ich so darüber nachdenke, muss ich eigentlich gar nicht so sagen, oder? Warum habe ich den Clip hier überhaupt reingemacht? Ah, da bin ja ich! Na hoppala! Und jetzt auf dem Boden! Und dann kannst du dir schön das Video auf dem Zweitkanal zu Fahrradfahrern auf Reddit anschauen. Oh ja! Abonniere den Zweitkanal, ne? Sonst... Bang! Egal, was ihr fahrt, passt auf euch auf, auch wenn ihr Fußgänger seid. Alle anderen sind Arschlöcher. Autofahrer sind Arschlöcher. Fußgänger sind Arschlöcher. Radfahrer sind Arschlöcher. Arschlöcher!